Grüßt euch und willkommen zu einem weiteren Part hier auf meinem Kanal zu dem Spiel Omega Rubin. Heute mal ein kleines Special-Video. Und ja, die erste Frage ist, ihr wollt einen Hooper? Ihr habt keinen Hooper. Wie bekommt man einen Hooper? Ja, ganz einfach, ganz easy. Bei mir natürlich. Und wie das Ganze hier funktioniert, zeige ich euch ganz einfach. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit werde ich euch jetzt hier präsentieren, zeigen. Und zwar, ihr könnt bei mir einfach mal einen Hooper gewinnen. Und nicht nur ein Hooper oder zwei oder vielleicht drei Hooper. Nein, ich verlose heute zu dem Special-Tag, also am 18.07. ist ja der 18. Movie rausgekommen. Zu diesem Movie verlose ich einfach das Event Hooper, was auch zu diesem Kinostart rausgekommen ist, und zwar in Japan. Und das Ganze verlose ich hier einfach auf diesem Kanal. Und zwar, da ist es. Ich verlose eine ganze Box voller Hooper. Das heißt, jeder hat sogar hier, sag ich mal, eine Möglichkeit, mal eins sich zu ergaunern. Und was muss man eigentlich für dieses schöne Hooper machen? Ganz einfach, ganz easy. Unter diesem Video findet ihr einen Facebook-Link. Dort geht ihr vorbei, teilt das Video. Und dann, zweitens, schreibt ihr hier unter diesem Video einfach kurz, Achtung, mein Name ist Peter aus Facebook, ich habe das Video geteilt, ich möchte das super gerne für mein neues Team haben oder für ein Geschenk meiner Nichte, ich will es meiner Nichte schenken, whatever, irgendwas hinschreiben. Aber Fakt ist, hier unter dem Video soll man herausfinden, dass ihr wirklich aus Facebook auch einen Link geteilt habt, also Namen kurz sagen. Ja, wird das ignoriert, wird derjenige auch ignoriert, so einfach ist das. Ihr habt auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier, sage ich mal, das gute alte Hooper-Pokémon zu ergaunern, und es ist online tauschbar. Das ist ja das Schöne daran, ihr müsst jetzt keine Edition hier hinschicken oder vorbeikommen oder sonst was. Lokal tauschen ist weggestrichen, es ist online tauschbar. Und ihr habt auf jeden Fall eine Möglichkeit, es zu gewinnen, ganz einfach. Unterm Video ist ein Facebook-Beitrag, diesen Facebook-Beitrag bitte teilen und dann hier unterm Video in YouTube, hier bei YouTube, einfach mal kurz hinschreiben, mein Name ist Peter aus Facebook und ich möchte gerne das Hooper haben, weil es so schön pink ist, ne, irgendwas reinschreiben, dann weiß ich Bescheid und dann seid ihr schon dabei, dann seid ihr schon dabei und ich pick mir dann, sage ich mal, at random ein paar Leute raus, denn das sind ja genug Leute, sage ich mal, wie man schön sehen kann, kann man ja sehr viele, ja, sehr viele Leute mit sehr vielen Hoopers versorgen. Und ja, das Ganze gilt dann bis zum 31.07., ne? Bis 31.07. habt ihr auf jeden Fall Chance, also teilt, teilt, teilt. Falls das gute Video, sage ich mal, gut rüberkommt, überlege ich mir sogar eine zweite Box rauszuhauen. Aber das bleibt noch offen, wir warten erstmal ab. Und jetzt mal kurz so eine kleine Info noch, und zwar, wie bekommt man Mega Hooper? Dazu habe ich ein weiteres Video euch gestaltet, beziehungsweise gezeigt. Hier einmal draufklicken, hier müsste jetzt ein Pop-Up-Fenster rauskommen oder sonst was. Einfach mal dort vorbeischauen, aber ich zeige euch mal gerne auch, wenn ihr das Item selber jetzt habt. Also ich habe es ja schon mal ein Video daraus gemacht, deswegen mache ich jetzt nicht nochmal das Video. Aber ich zeige euch mal kurz, wie das funktioniert mit diesem Bandgefäß. Man klickt das Bandgefäß auf das Pokémon. Da-da-da-da-da. Es ist ein Mega-Hooper. Leider falsch. Ich habe selber früher erst immer Mega-Hooper genannt, weil es halt nicht so eine richtige ein Release davon gab. Aber es ist ein kein versiegeltes Hooper mehr. Also es wurde entfesselt sozusagen. Und deswegen ist es kein Mega-Hooper mehr, sondern es ist einfach ein entfesseltes Hooper sozusagen. Und wie man schön sehen kann, ist das hier. Ich zeige es euch kurz. Da ist es. Ich bin Hooper. Ja, und wenn man keinen Bock mehr auf diese, sag ich mal, Entwicklungsstufe hat, oder diese, ja, Entwicklung halt, entweder wartet man 3 Tage ab, oder man steckt es einfach in die Box rein. Mit der Box meine ich natürlich die PC-Box hier. Kurz rein. Bla bla bla. Pokémon bewegen. So. Und dann einfach mal kurz tauschen hier. Zack. Ich setze es mir hier, dann schau mal kurz. Bam, es ist wieder neutral, also das normale Hooper. So einfach ist das. Wie gesagt, zum Tutorial, wie man Mega Hooper bekommt, beziehungsweise nicht Mega, das entfesselte Hooper, wie man das Bandgefäß bekommt, einfach hier unter dem Video findet ihr einen Link zu diesem Tutorial, oder halt gerade eben war es bestimmt eingeblendet, das kurz, das Ganze, und dann einfach draufklicken, dann kommt ihr schon zum Tutorial, weil ich es schon mal gemacht habe. So, kurz nochmal zusammengefasst, was muss man hier überhaupt machen für einen Hooper? Ganz einfach, ihr, ja, schaut hier unter der Videobeschreibung den Facebook-Link, ihr geht da drauf, teilt den Beitrag, dann, wenn ihr das gemacht habt, Mission 2, hier unter dem Video einfach mal kurz schreiben, hallo, ich bin der aus Facebook, Peter Pan,
und möchte gerne das Hooper haben, weil es so schön pink ist. Irgendwas. Ich müsste jetzt nicht genau das schreiben, was ich gesagt habe, aber diese zwei Sachen müsst ihr machen, weil sonst kann ich nicht verifizieren, ob ihr wirklich im Facebook den Beitrag geteilt habt und derjenige, der sich die Mühe gegeben hat, mal ein bisschen Werbung zu machen etc., mal den Leuten auch die Chance zu geben, hier, sage ich mal, das gute Hooper zu bekommen, derjenige wird auch belohnt. Und wenn das gut rüberkommt, das Ganze, werde ich noch eine Box verlosen, das sollte kein Problem sein. Denkt dran, ihr findet weitere Gewinnspiele bzw. auch Wonder Trade Aktionen auf meinem Livestream-Kanal, den findet ihr natürlich auch hier unterm Video oder sonst besucht einfach meine Homepage sakati.tv, dort steht alles, ja, Informative zu Pokémon und zu anderen Sachen. Jo Leute, dann würde ich mich wieder verabschieden und wir sehen uns dann im nächsten Part, dann aber auf jeden Fall nicht beim Gewinnspiel, sondern was anderes. Und zwar werden wir auf jeden Fall den Arena-Leiter Nummer 8 besiegen und dann haben wir sozusagen 8 Orden und ich muss jetzt kurz niesen. Wie immer natürlich. Ja, wenn wir das geschafft haben, geht's dann in die Reise Pokémon Liga und dann bin ich mal gespannt, wohin uns dann das ganze, ja, Ziel noch verfolgt. Also es gibt ja noch sehr viele Sachen, die man machen kann, aber erstmal 8 Norden zu holen und dann mal schauen. So Leute, ich werde mich verabschieden wieder. Heute mal ein kleines Video, nicht so ein langes, aber dafür auf jeden Fall beim nächsten Mal. Schaltet ein, rechtzeitig zum nächsten Omega Rubin Part. Bis dahin, euer Sakatiest. Ciao!